Der Rucksack Lynx von vorn, 12 bis 20 Liter Rucksack. 12 bis 20 deswegen, weil man ihn von einem 12 Liter Rucksack in einem Reißverschlussverfahren, was ich gleich nochmal zeige, auf 20 Liter erweitern kann. 20 Liter ist eigentlich ein ganz gutes Maß für einen Jagdrucksack. Da kriegt man die meisten Sachen rein. Alles, was ihr so auf der Drückjagd bzw. der Pirsch dabei habt, Erste Hilfe, Munition, Laser Rangefinder, wenn ihr habt, Wärmebildgerät, Wildbergehilfen etc. Also im Grunde genommen reicht das Volumen vollkommen aus. Was ist das Besondere an diesem Rucksack? Er hat ein Waffentragesystem, wodurch ihr die Waffe zwischen Rucksackrücken und letztendlich dem Laderaum tragen könnt. Und ein Auslösemechanismus an der linken Schulter, über den ihr die Waffe freigeben könnt, obwohl ihr den Rucksack noch auf dem Rücken habt. Ist eine schöne Sache für die Pirsch. Im Anschluss an meine Erläuterung hier seht ihr auch noch mal ein Video, wie die Waffe entnommen werden kann. Also was ich sehr gut finde, man kann den Rucksack von oben öffnen und von oben Sachen entnehmen, ähnlich wie bei einem Reisekoffer. Und somit hinlegen und von oben reingreifen. Oder ich kann mir den Rucksack hinhängen und von vorne in den Rucksack reingreifen, um Sachen zu entnehmen. Hauptteil, dem Laderaum. Ich habe letztendlich zwei Spanngurte, mit denen ich den Rucksack zusammenschnüren kann, wenn er stark beladen ist, beziehungsweise zwei Spannriemen, über die ich das Ladevolumen verkleinern kann. Ich habe ein kleines Fach, was von außen zugänglich ist, mit Meshgewebe innen. Kann ich kleinere Sachen reinpacken? Kleines Wärmebildgerät Axion haben wir zum Beispiel im Angebot oder ein Laser Rangefinder, was auch immer. Ich habe ein Molle-System außen dran. Ich mache mir da ganz gerne eine Erste-Hilfe-Tasche dran. Eine Netzaußentasche für kleine Dinge und dann das Hauptfach. Auch hier wieder zwei Mesh-Taschen: eine, die mit Reißverschluss gesichert ist, Jagdschein, was auch immer ihr da reinmacht, und eine Mesh-Tasche innen plus in dem jetzigen Zustand 12 Liter Ladevolumen. Das Volumen kann ich entsprechend erhöhen, indem ich die äußeren Reißverschlüsse öffne und somit den Laderaum erhöhe und die kompletten 20 Liter Ladevolumen freigebe. Was man an dem Rucksack jetzt hier schön sieht, für ein Volumen von 20 Litern ist er erstaunlich hochwertig und sehr großdimensioniert ausgestattet. Ich habe eine Rückenpolsterung, die auf der Lendenhöhe ansetzt, einen großen gepolsterten Hüftgurt, der bei so kleinen Rucksäcken auch nicht üblich ist, plus eine Rückenpolsterung mit komfortablen Trageriemen, damit ich eben das gesamte Gewicht auf meinen Hüften und meinen Schultern verteilen kann. Zudem kann ich den Rucksack über diese Klettverschlusskonstruktion an die Größe des Trägers anpassen. Hat man nicht immer.